Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Manalords Let's Plays. Was geht? Wir haben das letzte Mal unseren Biervorrat gefüllt. Und dementsprechend werden hier jetzt zwei Leute eingestellt, zwei Familien. Aber wobei, eine reicht. Die sich um das Bewirten unserer Ländereien kümmern soll. Zum einen bauen wir das hier erstmal auf Stufe 2 aus. Es kann ja nicht sein, dass das hier noch nicht fertig ist. Und zum anderen wird es hier jetzt bald Bier geben. Und dann werden die Handwerker auch nochmal eins ausgebaut. Gerade die Handwerker-Ecke hier. Schneiderei, Rüstungsschmied, Schmiede, Tischlerei, Bogenwerkstatt, Schusterwerkstatt. Das hier wird auf jeden Fall ausgebaut. Joa. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal zuwarten, dass das Bier sich hier bei den Leuten erstmal verteilt. Dafür gehen wir jetzt mal vorspulen. Einfach um zu gucken. Na, hier sehen wir ja, sobald Taverne erledigt ist. Zack, Taverne ist erledigt. Jetzt könnten wir schon auf Stufe 3 aufbauen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Der Kollege ist mit dem Lebensmittel nicht zufrieden. Der hier auch nicht. Der hier auch nicht. Ja, dann bauen wir dich aus. Ich mache wir instant mal zu einem Monsterteil. Du kriegst jetzt noch Wohnraumerweiterung. Da kommt jetzt gleich das nächste Stückchen Holz angerutscht. Hoffe ich mal, dass da irgendein Ochse gleich kommt. Und dann gehen wir hier auf Stufe 3. Wir sind jetzt mittlerweile im Dezember, gleich wird es Januar. Wir sehen auch schon, die Schneeschmelze setzt langsam ein. Ach ja, komm. Und der nächste. Und dann nehmen wir den hier auch gleich noch mit. So. Dann sind diese Gebäude hier nämlich schon mal im Endeffekt am Dorfzentrum, direkt an der Taverne im nächsten Rang, und wir können schon mal uns dann hier weiter bewegen und dann eventuell auf die verbesserten Kettenrüstungsproduktionen gehen, und dann können wir hier immer weitergehen. Das ist doch chillig. So, das erste Stufe 3 Gebäude ist gleich durch, das zweite folgt zugleich und ein drittes wird auch gleich gebaut werden. Oh, da sieht man mal, ne? Also bei Stufe 3 sieht man ja richtig den Effort, der da noch mit reingesteckt wird. Und dann sieht man auch diesen Fachwerkbau und so. Das ist schon cool gemacht. Das wird doch jetzt schon langsam richtig Stadtfeeling. Eine schöne Ecke. Hauptstraße. Hier werden wir auf jeden Fall dann den Schmied reinsetzen. Und die erste Stufe 3 Hütte ist fertig. Nice. Zweite ist gleich durch. Und die dritte kommt auch gleich. Und zack. Oh, mega nice. Das ist eine richtig schön kleine Straße. Da müssen wir auch mal noch als Burgherrscher durchlaufen. Aber das war mal ganz zum Schluss. Dem hier fehlen Lebensmittel. Dem hier auch. Ja, es gibt kein Brot im Moment. Aber Siedlungsstufe erhöht. Wir haben eine Kleinstadt. Chillig. Gehen wir auf die Kettenrüstungsproduktion und dann machen wir dich hier nämlich direkt zu einem Rüstungsschmied. Und dann kriegst du noch den Auftrag, Kettenhemden zu produzieren. Was hältst du davon? Ist mir egal. Musst du so oder so machen. Und wir haben nicht genug Geld. 10 Tage. Oha. Tod durch Verhungern. Tod durch Verhungern. Das ist schlecht. Weil hier drüben echt so wenig fressen.
Wieso? Sag mir, wieso, Mensch? Können doch nicht so viel hier verhögert haben. Mehl ist ein Haufen da. Brauchen tatsächlich Bäcker. Das heißt, ich muss weiter ausbauen. Das heißt aber, ich brauche erstmal Essen. Schwierig, schwierig, sage ich euch, wie es ist. Oder 15 Gold, dass ich nochmal ein Gemüseding bauen kann. Wir sterben hier echt die Familien weg. Das ist nicht gut. Und ich habe einen Game Crash. So, wir kommen zurück nach meinem Game Crash. Ja, laden wir jetzt da rein, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar kurz bevor ich, glaube ich, die Folge hier angefangen habe. Das heißt im Endeffekt, die Sachen sind jetzt noch nicht ausgebaut. Supergeil. Also im Endeffekt, der Anfang der Folge ist verschwunden. Aber das nicht schlimm. Wir machen einfach weiter an dieser Stelle. Und drücken hier aufs Gas. Weil dann kriegt hier nämlich eine Familie jetzt mal kurz die Chance, die Taverne zu besetzen, dass die Leute sich hier besaufen können. Und dann bauen wir wieder die drei Dinger hier aus. Hier können wir ja schon mal den Wohnraum erweitern. So. Du bist die Nummer 1. Du bist die Nummer 2. Ich mach mal zur Nummer 3. Da ist die Nummer 4. Die Nummer 5 geht nicht, weil der Lebensmittelstand nicht da ist. Aber das hier wird dann auch noch weiter ausgebaut. Dann gehen wir nämlich instant schon auf den nächsten Rang. Weil wir haben ja jetzt gerade eben gesehen gehabt, dass uns dann wieder das Fressen ausgeht. Und das wollen wir jetzt natürlich vermeiden. Eine Familie leidet Hunger, ja, Immenreuth, da ist gerade ein bisschen scheiße. Ich weiß. Aber wir tun unser Bestes. So, die erste Stufe 3 Hütte ist anscheinend durch. Oh, 271 Bevölkerung. Da geht schon was. Noch eine Stufe 3 durch und der nächste Stufe 3. Perfekt. Gleich gibt es die Aufwertung, weil das oder das fertig wird, weil die hier sind ja jetzt schon durch. Bedürfnisse nicht erfüllt. Ja, ey, sorry, was soll ich machen? Soll ich mir die Nahrung aus dem Arsch ziehen? I can try, but ich weiß nicht, ob das gefallen wird. Okay, so. Dann haben wir jetzt die Kettenrüstung. Chillig. Und das wird dann wieder der Schmied. Und wir brauchen 10 Hofstätten Stufe 3. Also daher schon mal voll Wayne. Aber dann ist jetzt halt diese Oberstadt hier eher Oberstadt, wie in Korinis. Ist jetzt dann eher so ein bisschen mehr der Fokus. Ich hoffe, dass das jetzt mal zügig fertig wird, dass ich das hier direkt wieder ausbauen kann zu einer Schmiede. Wir machen hier gleich wieder Minus. Minus Money. Hier drüben 20 Familien leiden Hunger, ey. Schwierig, der Gemeinschaftsofen kommt nicht hinterher, ja. Die Brauereien schaffen sich hier aber auch einen weg. Ich brauche halt Lebensmittel, ne? Ja, I know. Wenn ich das Problem beheben könnte, würde ich es sofort tun. Okay. Hier ist aber jetzt der nächste Kollege fertig. Der kann ein Rüstungsschmied werden. Der muss jetzt ausgebaut werden. Wenn der ausgebaut worden ist, dann müssen wir weitergehen. Königliche Steuer erhöht schon wieder. Alter.
dann müssen wir weitergehen. Und jetzt auf allgemein die Kettenrüstung produzieren lassen. Zack. Dass unsere Armee noch stärker wird, was im Prinzip eigentlich schon fast unnötig ist, aber okay. Und dann hatten wir hier ja noch was gemacht, da muss ich mal gucken. Handel, haben wir das hier schon eingestellt? Helme. Nö. Das ist da vorher in den Autosave gegangen. So. Perfekt. Dann machen wir das nämlich auch noch hoch. Dann haben wir das nämlich soweit alles eingestellt und jetzt kriegen wir hier tatsächlich die Problematik, dass wir einen Pfarrer brauchen, der die Leute bestattet. Ja, beim König verschuldet. Nee, dein Ernst. Das ist mir schon bewusst. Leider. Sieht es denn hier oben aus? Übriges Vorkommen. Was mit dem Jagdlager? Ist halt noch jemand, der da jagen muss, ne? Weil wir brauchen die Nahrung. Es kann nicht sein, dass hier uns die Leute alle flöten gehen. Ah, guck mal. Jetzt sieht's doch schon mal anders aus. Wird das Gemüse hier ordentlich gesammelt. Natürlich geht da jetzt erstmal ein Haufen weg von. Aber es geht in die richtige Richtung. Und wir können auch die nächste Gemüseplantage hier hinsetzen. Sehr gut, sehr gut. Die Obstbäume werfen halt noch nichts ab. Die sind im Endeffekt gerade leer. Das heißt, das komplette Dorf beruht auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gemüsegärten. Und der einen Bäckerei. Oh, Kacke, dafür muss ich ja noch zwei Dinge ausbauen. Das ist schlecht. Das ist äußerst schlecht. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Das heißt, ich komme hier nicht auf Bäckerei. Das heißt, ich brauche noch einen Gemeinschaftsofen. Das heißt, zack. Immer diese Meldungen. Ich würde die gern komplett entfernen, aber das geht leider nicht. Sammlerhütte? Was? Ach, der Arbeitsbereich ist leer. Ja, das ist doof, aber ist nun mal so. Aber Mehl haben wir nämlich mehr als genug. Das rennt das komplette Jahr über. Wenn jetzt dann auch noch der Roggen eingefahren wird, wird unglaublich viel. Okay, aber hier. Könnt ihr nicht endlich mal ein bisschen mehr Zufriedenheit generieren? Ihr habt jetzt mittlerweile hier einen Haufen Futter. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nichts ausbauen kann. Überall Futter, die Schafe sind hier am Start. Das sollten alles Handwerker werden. Hm. Na gut. 254, das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Kohle. Oh Gott, diese Schulden. Wir stehen so ein bisschen gerade in einer Scheißsituation.
sag ich mal. Ausbau, Ausbau. Wie viel brauche ich? Eine noch dann. Ausbau. Ach komm, oh, ein Ausbau, weil wir es können. Kein Malz mehr, weil keine Gerste mehr. Okay. Okay, aber das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Großes Lager voll. Ja, warum nicht? Großer Speicher. Neue Stände. Okay, jetzt, wie sieht's hier jetzt aus? Schon mal ganz gut. Das ist auf jeden Fall für ein Vierteljahr. Jetzt müssen wir in Immenreuth hier aber tatsächlich auf den schweren Pflug gehen. Und das nächste wäre Stufe 3 ausbauen. Na, kacke. Ist natürlich schwierig. Weil ich hätte hier echt gerne die Bäckereien. Aber ich meine, okay, gut, zwei Gemeinschaftsöfen gehen ja irgendwo auch schon klar. Wenn ich hier jetzt allerdings die Pflugstellen noch hinzufüge. Bei allen dreien. Klar, ich brauche dann Regierungsvermögen, Regionsvermögen, um mir noch ein paar Ochsen zu holen. Aber rein vom Prinzip geht es voll klar. Würde ich jetzt mal sagen. Haben wir hier noch Platz? Ja, ne? Freie Marktplatzfläche, ja. Alles cool. Alles chillig. Okay, Viehbestand erweitert. Die Hüter zuweisen. Noch einer. Habe ich denn noch Platz? Stallfläche. Ja, habe ich. Okay. Dann holen wir uns direkt noch einen. Aber wir haben noch 13 übrig. Das heißt, wir könnten gemütlich hier noch irgendwas ausbauen. Also den jetzt nicht, weil die Obstfarmen würde ich natürlich gerne behalten. Apropos. Wir können hier mal gucken. Die kostet 50. Das ist eine Langzeitinvestition. Das machen wir später dann noch. Okay, 4 Monate. Hier haben wir jetzt für 5 Monate Nahrung. Wie sieht's denn aus? 5 Stück brauchen wir im Endeffekt noch. Die wollen nicht. Die wollen auch nicht. Die wollen. Na, das ist ja jetzt im Endeffekt unsere oberste Priorität. Wir wollen jetzt erst die mittlere Stadt noch erreichen. Können wir eigentlich hier auch schon mal direkt die am Marktplatz liegenden Gebäude wenigstens voranbringen. Ich meine, ich habe so viel Holz.
Da können wir doch mal rein orgeln. Okay, das war jetzt ein spontaner Wechsel, ist aber voll fein. Das passt schon. Wir haben Juli. Und dann muss ich hier alles abziehen. Das sind drei. Beziehungsweise einen lasse ich laufen. Aber die Melzerei kann ich zum Beispiel schon mal leer machen. Haben wir noch Malz? Oh ne. Das heißt, Bier läuft leer. Wie sieht's denn aus? Haben wir hier drüben? Wie viel Bier haben wir? 41. Okay. Natürlich schon schwierig. Das heißt ja rein vom Prinzip, wir müssen uns für das nächste Jahr Gerstenfelder besorgen. Hier ist gut. Da wäre gut gewesen. Das ist ja relativ weit weg, ne? Morgen. Und dann müssen wir halt hier oben noch eins setzen. So, und dann bist du Fruchtwechsel. Wir machen dich hier Gerste. Fruchtwechsel, zweites Jahr Gerste. Fruchtwechsel, drittes Jahr Gerste. Muss einfach. Und wir geben wieder Gas. Und dann haben wir eigentlich auch schon wieder einiges erreicht in dieser Folge. Unsere Stadt wird immer mehr zur Stadt. Mir fehlt zwar noch ein bisschen was mit der Nahrung, aber wir gehen in eine gute Richtung. Das wird jetzt auch langsam alles ausgebaut. Müssen wir uns noch einen Weg überlegen, wie wir an noch mehr Nahrung kommen. Ich meine, es gibt ja noch theoretisch die Möglichkeit, drüben hier mehr Apfelbäume und Co. zu produzieren und da drüben vielleicht noch an mehr Nahrungsmöglichkeiten und Vielfalt zu kommen. Aber das ist tatsächlich was für die Zukunft. An dieser Stelle hat sich hier einiges wieder getan. In Immenreuth ist viel passiert. Und auch tatsächlich mittlerweile in unserer Mini-City, ist ja eine kleine Stadt, Okterstadt. Joa. Und ich würde einfach mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, haut rein und see ya.